Servus und willkommen zum neuen Video. Wir sind in Eschenlohe. Dort gibt es einen alten, begehbaren Stollen. Ja, den werden wir uns jetzt anschauen. Ist kein Geheimnis, ist öffentlich zugänglich, kostet, soweit ich weiß, auch keinen Eintritt. Eine kleine, gemütliche Nebenerkundung. In dem Sinne, los geht's. Da haben wir jetzt noch den Zug abwarten müssen und dann sind wir schon gleich da. Ich habe gelesen, man kann komplett durchlaufen. Dann haben wir wieder ein gutes Stück. So, dann schauen wir mal, was hier so gibt. Vorsicht, Steinschlag stand da auch noch. Oh, es gibt sogar Licht hier oben. Das geht von alleine an. Hier sind Sensoren drin. Das ist cool. Wo sind die denn so? Keine Ahnung. Vielleicht direkt an der Lampe, aber es sieht nicht so aus. Aber schauen wir mal, ob die nächste da auch angeht. Boah, da sind schon Lichter an. Ach, da drüben kommt man wieder raus. Und hier, ja, hier hat man früher bei Stollen, das hat man eben so gebaut, dass seitlich so kleine Gräben sind, wo das Wasser dann abfließen kann. Dass man nicht im Wasser laufen muss. Und hier bilden sich Tropfsteine. Sehr gute Frage. Ich glaube, das ist Holz, was eingetrieben worden ist, so reingebohrt oder so und dann. Was ist das für ein Geräusch? Ja klar, aber das war so, als würde was einstürzen. Ja. Ja, ist ja immer so. Topfsteine, ja. Vielleicht findet man noch mal mehr. Ach, das sind die Autos, die vorbeifahren, die geben hier so Grillgeräusche ab. Wo geht's hier rechts? Wenn es dunkel wird. Hier ist so ein Fledermausschild. Und dann geht es hier drüben wieder raus. Wollen wir hier dann weiter oder da raus und gehen wir den Erlebnispfad noch hin? Gehen wir den Erlebnispfad noch, oder? Sind wir hier weiter rumgestapft, gestampft, wie man es auch nennen mag. Und wir hatten diesen Tunnel, diese Absperrung, das sind irgendwie Bauarbeiten oder es ist generell geschlossen, keine Ahnung, ob es noch genutzt wird. Hier sind so ja, richtig fette Tunnel, man kommt nicht rein, aber wir wollen da einfach mal einen Blick hinwerfen. Das ist einmal hier und da drüben geht es dann weiter. Es ist marode, oder? Ja, das kommt von da oben runter. Guck mal, da siehst du nur noch die Drähte, wo das mal ist. Ja, es ist ein bisschen marode, deswegen haben sie es wahrscheinlich abgesperrt und nicht mehr nutzbar. Aber wahrscheinlich repariert es halt auch keiner. Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich ist es auch nicht jetzt eine Gegend, wo viele, so super viele Autos fahren. Dann wenn sie sich gedacht haben, ja, nö, dann fahren die halt außen rum. Das ist die Tür, wo man reinkommt, ne? Zu diesen Schächten, die nebenan verlaufen. Oder? Kann ich mir vorstellen. Bunker! Da ist nochmal was zugesperrt. Also entweder sind es hier alte Stollen oder das sind Notausgänge von diesem Tunnel, der gleich hier daneben ist. Ja. Kann man da reinschauen? Ja, ja, da müsste man auf den Baumstamm, aber das mache ich jetzt nicht. Aber es ist interessant. Da wir doch oben durchschlüpfen können.
Da hätte ich voll Bock drauf. Die Jungs von Roofless, die würden da durchklettern. Ja, und hier ist der andere Tunnel. Eschenlohe Süd steht drauf. 260 Meter hat der Tunnel. Da müsste es ja aber auch wieder hier so Fluchtwege-Dings geben, normal. Außer der Tunnel ist zu klein. Aber ja, der andere ist aber auch nicht länger. Aber der ist eh nicht groß. Ich kann mir da links vorstellen. Da werde ich mal einen Blick noch reinwerfen. Das sieht interessant aus. Man kann ja auch einfach mal an der Tür ziehen. Vielleicht geht sie auf. Hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Trampelpfad, ein Urbex-Pfad. Wäre das geil, wenn ich jetzt hier ziehen würde und es geht auf. Aber dem ist nicht so. Aber ja, geil. Interessant. Altes Fahrrad gefunden. Ja. Geht es da hinten irgendwo rein? Das geht nämlich nochmal so runter. Luki, Luki, mal rein. Bunker, Bunker gefunden. Ja. Sieht aus, als hätte man wer gegraben, aber es ist einfach nur eine Betonwand. Hier geht es noch irgendwo so ein kleines Löchlein durch. Ich will nochmal kurz dahinter luren. Ich wollte schon immer in so fetten Tunneln reingehen und irgendwann mache ich das. Gibt ja ein paar offene in Deutschland. Ja, vielleicht gibt es hier wirklich so alte Bunker oder so. In Italien haben wir an solchen Felswänden so richtig in den Felswand betonierte Bunker gesehen, die auch so richtig verkleidet waren. Ja, so hier hinter mir ist leider nichts zu sehen. Sah so aus, als würde es um die Ecke reingehen oder so. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass es hier doch irgendwo so einen Notausgang gibt oder der ist schon verschüttet, bewusst verschüttet worden. Keine Ahnung. So, hier ist jetzt nochmal die andere Seite. Und da ist die andere Zufahrt da hinten. Da steht auch ein ziemlich neues Schild mit Autobahn und so. Und hier seitlich wollte ich nochmal reinschauen, da ist nämlich wieder ein fetter Betonklotz. Ob es hier irgendwie, snack gerade was, vielleicht noch einen Notausgang gibt, wo man reinkommt. Denn hier ist wieder ein Trampelpfad. Und ihr seht ja hinter mir diesen Betonklotz. Dann lässt sich schnell darüber. Wieder viel zu wenig Hände, filmen, essen, klettern. Naja, von da hinten bin ich gekommen. Hier geht es nur weiter mit dem Gebäude, der dann irgendwann im Berg endet. Das war's mit dem begehbaren Stollen, der endete in diesem Autobahntunnel, Straßentunnel. War trotzdem cool, ich habe leider nichts mehr entdecken können. In dem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal. Peace.